Unser Sender ist Partner der regionalen Wirtschaft und Institutionen. Diese Sendung entstand in Kooperation mit dem Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg. Jährlich erleiden rund 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Experten sprechen da von einer gefährlichen Herz-Kreislauf-Erkrankung, die natürlich ganz, ganz unterschiedliche Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen haben kann. Die Betroffenen selber, die merken das mitunter gar nicht richtig oder schätzen die Situation falsch ein. Dann ist es oft wichtig, dass die Angehörigen da schnell reagieren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres TVA-Gesundheitsforums. Wir diskutieren heute zum einen, wie man einen Schlaganfall erkennt, was man tun soll, wenn es tatsächlich passiert. Aber wir erfahren auch, wie kann man das Schlaganfallrisiko senken. Und ich freue mich, dass wir heute zwei Experten bei uns begrüßen dürfen. Zum einen ist gekommen Professor Hendrik Pehls vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Er ist der Chefarzt der Klinik für Neurologie. Und bei uns ist auch Professor Nils Zorger. Er ist Chefarzt des Instituts für Radiologie und Neuroradiologie. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Vielen Dank. Guten Abend, Herr Lindner. Herr Professor Pehls, wir reden heute schon über ein teilweise auch ernstes Thema. Das kann eine ernste Sache sein für einen Patienten. Wir wollen das auch nicht überdramatisieren, aber welche Arten von Schlaganfällen gibt es denn? Was passiert da im Gehirn? Was unterscheidet man da? Sie haben eben schon gesagt, das ist eine häufige und sehr relevante Erkrankung. Und der Schlaganfall hat schon in sich, es ist ein schlagartiges Ereignis, ein plötzliches Ereignis. Und man unterscheidet zum einen die Hirndurchblutungsstörung, eine umschriebene Durchblutungsstörung des Gehirns durch den Verschluss eines Gefäßes beispielsweise. Das ist die häufigste Art der Schlaganfälle. 80% der Schlaganfälle sind solche Durchblutungsstörungen. Die 20 verbliebenen Prozent entfallen dann auf die Hirnblutung, also die Zerreißung eines Hirngefäßes, was dann zu einer Blutung führt. Völlig andere Ursachen, völlig andere Therapien und die häufig sehr gleiche klinische Symptomatik, die halt eben so per se ohne weitere Diagnostik nicht so einfach zu unterscheiden ist. Und was können denn Risikofaktoren sein? Welche Patientengruppen müssen vielleicht ja da besonders aufpassen, damit sie nicht einen Schlaganfall bekommen? Die Risikofaktoren für den Schlaganfall sind die gleichen Risikofaktoren, wie sie auch beispielsweise für den Herzinfarkt bekannt sind. Da sind zu nennen der Bluthochdruck, die Blutfettstoffwechselstörung, erhöhte Cholesterinwerte spielen da eine Rolle. Erhöhte Blutzuckerwerte, der Diabetes mellitus ist ein relevanter Risikofaktor, aber eben auch das Rauchen, das ist was, was jeder selbst in der Hand hat. Und was wichtig zu erwähnen ist, ist, dass es Risikofaktoren gibt, die vom Patienten selbst schwer zu erkennen sind, nämlich beispielsweise das Vorhofflimmern als sehr tückische Herzrhythmusstörung, die per se für den Patienten häufig unbemerkt bleiben kann, wobei sich Gerinnsel im linken Herzen bilden können, die dann in die Hirnarterien verschleppt werden und dann teils zu sehr schweren Schlaganfällen führen können. Eine weitere wichtige Ursache für Schlaganfälle, für diese Durchblutungsstörungen durch Blutgerinnsel sind auch Einengungen der Halsschlagadern oder der hirnversorgenden Gefäße insgesamt. Da bilden sich Engstellen durch Kalk- und Fettablagerungen, die, darauf wird man später noch zu reden kommen, auch durchaus behandelt werden können, um halt eben prophylaktisch tätig zu werden und den drohenden Schlaganfall zu vermeiden.
Da kommen wir später noch drauf, gegen Ende der Sendung. Aber wir haben schon gehört, Rauchen zum Beispiel oder sein Herz mal checken lassen. Das, denke ich, kann auch jeder von uns schon mal tun. Herr Professor Zorger, gehen wir mal einen Schritt weiter. Patient bekommt vielleicht einen Schlaganfall. Wenn jetzt wirklich alles optimal läuft, dann kommen die schnell ins Krankenhaus. Dann beginnt auch sofort die Diagnose. Da spielt dann das sogenannte CT eine große Rolle. Sie haben auch Bilder mitgebracht. Wie läuft das ab, wenn ein Patient tatsächlich mit Verdacht auf Schlaganfall kommt? Also Sie haben es richtig erwähnt, die Zeit spielt eine große Rolle. Also es heißt sogar ein Spruch, der heißt Time is Brain oder Zeit ist Gehirn. Also ich bitte jeden Patienten oder potenziellen Patienten, wirklich so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu kommen. Wir selber legen die Latte hoch, also wir lassen wirklich eine Stoppuhr mitlaufen, wenn der Patient zu uns mitkommt ins Krankenhaus, wann er die Notaufnahme kommt, wann der Neurologe ihn sieht, wann er die Bildgebung bekommt und wenn er dann auch einer Therapie zugeführt wird. Wir versuchen das alles innerhalb von einer Stunde zu erledigen und es funktioniert auch wirklich. Als allererstes wird der Patient natürlich von dem neurologischen Kollegen gesehen und kriegt dann zeitnah ein CT, weil, wie der Herr Professor Pelz schon erwähnt hat, wir müssen ja differenzieren, handelt es sich um eine Blutung oder handelt es sich um eine Ischämie, was eine Minderdurchblutung ist. Und da habe ich Ihnen auch mal ein paar Bilder mitgebracht, um mir das mal exemplarisch darzulegen. Auf der Seite hier sehen Sie so etwas Weißes auf dieser Hirnhälfte. Und das ist zum Beispiel eine akute Blutung. Das ist sehr schnell zu differenzieren. Das CT dauert überhaupt nur eine Minute, um das Ganze darzustellen. Auf dieser Seite sehen Sie in dem Gehirn, das ist normales Gehirngewebe mit solchen Einfuhrungen, sogenannte Gyri. Und hier auf der Seite sieht man so ein ganz großes Areal, was so dunkel imponiert. Das ist ein ganz ausgedehnter Schlaganfall. Mhm. Was wir noch durchführen ist, wir machen dann in der Regel nur gleich eine Gefäßdarstellung, um eine eventuelle Therapie auch abzuleiten. Nämlich hier sieht man zum Beispiel auf dem Bild die Hirngefäße. Auf der einen Seite hier ein sehr großes rechtzeitiges Hirngefäß. Auf der Seite fehlt ein ganzes Stück. Und das ist zum Beispiel ein Patient, der jetzt zusätzlich noch zu einer, neben einer Lysetherapie, auch von einer mechanischen Thrombektomie, also einer Entfernung dieses Blutgerinnsels, profitiert. Ja, was es damit auf sich hat, da kommen wir auch noch drauf. Herr Professor Pelz, trotzdem noch eine Frage. Im Krankenhaus, wir haben es gesehen, da kann man das natürlich wahrscheinlich optimal diagnostizieren. Ist es ein Schlaganfall? Wenn ja, wie ausgeprägt ist der schon? Was ist aber, ja, wenn das vielleicht zu Hause passiert, unterwegs, wie macht sich sowas bemerkbar? Wie können Angehörige das feststellen, dass da was nicht stimmt? Ja, ganz abhängig davon, wo im Gehirn die Durchblutungsstörung stattfindet, kommt es zu unterschiedlichen neurologischen Auffälligkeiten und Ausfällen. Das können beispielsweise Sehstörungen sein, dass Patienten zu einer Seite nichts mehr sehen können. Das merken die Patienten, wenn diese Auffälligkeit nicht so ausgeprägt ist, häufig selbst nicht, sondern Angehörigen fällt auf, dass sie mit der rechten Seite beispielsweise immer vor den Türrahmen laufen, dass man mit dem Auto den rechten Außenspiegel abfährt. Solche Dinge können Hinweise auf eine Gesichtsfeldeinschränkung sein. Das wäre beispielsweise schon ein Alarmsignal. Viel häufiger und gängiger sind Sprachstörungen, Wortsalat oder eine undeutliche Sprache, die Hinweis auf einen Schlaganfall sein kann, Lähmungserscheinungen, eine Halbseitenlähmung, dass die Gesichtshälfte etwas runterhängt, kann Hinweis auf einen Schlaganfall sein, Sensibilitätsstörungen, das heißt Halbseitengefühlsstörungen wären auch ein Warnsignal. Dann, Herr Professor Pelz, sind wir eigentlich an dem Punkt, jetzt gibt es grob, sage ich mal, auch zwei unterschiedliche Verfahren. Wie kann man denn dann so einen akuten Schlaganfall behandeln, je nach Patient? Also es ist so, dass sehr abhängig von der Ursache des Schlaganfalls auch die Behandlungsmöglichkeiten sind. Wenn die Patienten in einem bestimmten Zeitfenster, man geht heute im Regelfall von 4,5 Stunden aus, im Einzelfall kann man auch über dieses Zeitfenster hinausgehen. Professor Zorger hatte eben schon gezeigt, dass die Perfusionsbildgebung uns da guten Anhalt gibt, ob wir auch später noch mit einer sogenannten rekanalisierenden Therapie dem Patienten helfen können. In erster Linie wird eine sogenannte systemische Lysetherapie durchgeführt. Das ist eine medikamentöse Therapie, wo dem Patienten über eine Stunde ein blutgerinnungshemmendes Medikament
verabreicht wird, mit dem Ziel, mögliche Gerinnsel in den Gefäßen aufzulösen. Das gelingt aber nicht immer. Gerade bei großen Gefäßverschlüssen und großen Gerinnseln reicht dann diese systemische Lysetherapie eben nicht aus, um das Gefäß wieder zu eröffnen. Und da gibt es dann glücklicherweise seit etlichen Jahren die Möglichkeit der kathetergestützten Gerinnselentfernung, auf die dann Professor Zorger sicherlich gleich im Detail noch eingehen wird. Genau, da gehen wir den Ball einfach weiter an Sie. Und da haben wir auch mal eine Animation von Ihnen bekommen. Also man muss sich das vorstellen, da steckt dann wirklich eine Art großer Pfropfen in einem Gefäß, was das Gehirn versorgt. Und den kann man aber, wenn es gut läuft, rausziehen. Das ist mal so ein exemplarisches Schaubild von den Hirngefäßen. Das ist jetzt die linke Hauptschlagader, wo hier so ein kleiner Draht durchläuft. An dem Bild wirkt es ganz groß. Der Draht ist übrigens ungefähr 0,4 mm klein. Also wir arbeiten da unter zigfacher Vergrößerung. Und das ist mal schematisch so ein Thrombembolus, also so ein Blutgerinnsel, was hier in einem großen Hirngefäß steckt. Jetzt können wir mit so einem ganz kleinen Mikrokatheter unter Durchleuchtung, deswegen findet das unter Röntgenkontrolle statt, diesen Katheter über diesen Thrombus hinwegschieben. Und wenn wir dann sozusagen sicher sind, dass wir jenseits des Thrombus sind, das kann man auch mit Kontrastmittel darstellen, bergen wir diesen Draht, den ziehen wir wieder nach außen. Und dann kommt der wichtigste Schritt. Jetzt wird ein sogenannter Stand Retriever, also ein kleines Metallgitter, ein Stand, der so ähnlich wie so ein Coronarstand ist, ein Herzstand ist, eingebracht. Der besteht aus einer Legierung, die bei Körpertemperatur sich auseinanderdehnt. Das werden Sie gleich auf dem Bild sehen. Und der hat gleich zweierlei Infekte. Wenn Sie jetzt den Katheter zurückziehen, bleibt der Stand sozusagen dort liegen. Der ist aber fixiert. Und er drückt jetzt diesen Thrombus, dieses Material, dieses galertartige Material zur Seite. Und das Blut kann jetzt schon nach wenigen Sekunden schon wieder in das Gehirn fließen und auch die Hirnfunktion aufrechterhalten. Und das Zweite, was man jetzt machen kann, das ist ein Effekt, den hat man gesehen, dass diese Gittermaschen sich jetzt in diesen Thrombus hier hereindrücken. Und jetzt können Sie dann, man kann so einen Ballon noch inflatieren, unter Sog, also entweder eine Vakuumpumpe, dieses Ganze wieder zurückziehen und kann dieses Material bergen in den großen Katheter und dann wirklich aus dem Patienten entfernen. Das ist schon beeindruckend, wenn man das sieht. Und das passiert natürlich aber unter ganz speziellen Bedingungen, wenn so ein Eingriff nötig ist. Und wie das dann aussieht vor Ort, das schauen wir uns jetzt auch noch mal an in unserem Filmbeitrag. Am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder gibt es drei sogenannte Angiografieräume. Eine zentrale Rolle spielt die hochmoderne Bildgebung. Diese Anlage liefert gleichzeitig Bilder des Gehirns von unten und von der Seite aufgenommen. So hat der Radiologe während eines Kathetereingriffs immer eine Art Landkarte. Er sieht, wo befindet sich der Verschluss, wo liegt der Katheter. Die Abteilung ist rund um die Uhr 365 Tage im Jahr besetzt. Wie gerade im Studio erklärt, platzieren die Spezialisten diesen Art Fangkorb über dem Gefäßverschluss und ziehen ihn anschließend wieder heraus. War der Eingriff erfolgreich, wird die Durchblutung im Gehirn sofort wieder sichtbar. Ja, da muss natürlich dann für so einen Eingriff alles vorhanden sein. Aber wenn das gut läuft, wenn der Patient geeignet ist, dann kann man, wie wir es vorher gesehen haben, eben diese Verstopfung mittels eines Katheters wieder entfernen. Wir sprechen heute über Schlaganfälle und das ist schon eine sehr ernstzunehmende Krankheit. Wir sind jetzt gedanklich an der Stelle angekommen, da würde vielleicht der akute Verschluss bei einem Patienten im Gehirn entfernt. Aber Herr Professor Pilz, damit ist der noch nicht außer Gefahr. Der muss natürlich noch unter Beobachtung bleiben. Ja, genau so ist es. Diese Patienten werden alle auf unsere Schlaganfall-Spezialeinheit, die Stroke Unit, aufgenommen. Wir haben am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder eine überregional zertifizierte Stroke Unit und arbeiten dort im interdisziplinären Team, wie man später sicher noch sehen wird. Die Patienten sollen deshalb auf eine solche Spezialstation nach der Akuttherapie verbracht werden, weil es unsere höchste Aufgabe ist, herauszufinden, was die Ursache des Schlaganfalls ist. Und das erfordert doch etliche Diagnostik, herauszufinden, ob ein Gerinnsel aus der Halsschlagader, aus dem Herzen den Weg ins Gehirn gefunden hat oder ob möglicherweise eine Gefäßverletzung vorliegt oder auch ganz kleine Gefäße betroffen sind, wo die Therapie wieder eine andere ist. Es ist deshalb so wichtig,
frühzeitig die Ursache zu finden, weil wir wissen, dass die Patienten in den ersten 14 Tagen, zum Beispiel nach einer vorübergehenden oder permanenten Durchblutungsstörung des Gehirns, das größte Risiko haben, einen erneuten Schlaganfall zu erleiden. Das wollen wir verhindern. Und dann kommen die Patienten, wie schon eben angesprochen, auf diese sogenannte Stroke Unit. Und wie die aussieht, was da anders ist vielleicht als auf einer normalen Station, das schauen wir uns jetzt auch gemeinsam an. Auf der sogenannten Stroke Unit, also auf der Schlaganfallstation am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, fällt eines gleich auf. Ein großes Team kümmert sich um die Patienten. Dazu gehören Ärzte, Pflegekräfte, Logopäden, Ergo- und Physiotherapeuten, aber auch der Sozialdienst. Je nachdem, wie schwer der Schlaganfall war, brauchen die Betroffenen viel Unterstützung. In der Regel bleiben sie mindestens 1 bis 4 Tage, um die Ursache des Schlaganfalls zu erforschen. Gleichzeitig werden die Patienten eng überwacht. Herzfrequenz und Herzrhythmik zum Beispiel. In den ersten Tagen nach einem Schlaganfall ist das Risiko erhöht, dass noch einmal einer auftritt. Hier könnten Ärzte und Pflegepersonal sofort reagieren. Jetzt haben wir viel über Behandlung von Schlaganfallpatienten gesprochen. Wir haben auch gehört, wie wichtig das ist, dass man da bei einem Verdacht sofort sich wirklich an ein Zentrum am besten wendet, sich Hilfe holt. Und jetzt wollen wir auch ein bisschen Mut machen, denn wir haben auch einen Patienten getroffen, der seinen Schlaganfall relativ gut bisher überstanden hat. Die Situation war folgendes: Ich bin in der Früh rausgefahren mit dem Schlepper und wollte Wald und Holz machen. Und bin dann draußen angekommen, habe dann angefangen, so um 9:45 Uhr, mir das Holz vorzubereiten. Und habe dann auch gesägt, geschnitten und gespalten. Und dann mittendrin ein ganz so komisches Gefühl, rechte Seite bricht weg. Der rechte Arm und der rechte Fuß haben sich irgendwie selbstständig gemacht. Dann kam meine Frau, dann war es 10 nach 11 Uhr. 12 Uhr war ausgemacht, Mittagessen, dass sie vorbeikommt, mir das Essen bringt. Und 10 nach 11 war sie dann da gestanden und hat mich eben angeschaut und hat gesagt: Wolfgang, du hast einen Schlaganfall. Mhm. Hat das sofort erkannt. Ich habe nichts sagen können. Ich habe so dahin gestammelt. Und er hat dann sofort die Maschinerie angeleiert. Er hat dann Freunde von mir angerufen. 112 gewählt, glaube ich. Und Notarzt angerufen und dann kam die Maschinerie ins Laufen. Das ist relativ schnell wieder zurückgekommen, das Gefühl, rechter Fuß und rechte Hand. Am Abend konnte ich den Fuß schon wieder bewegen. Am zweiten Tag schon merklich besser und am dritten Tag konnte ich dann aufstehen. Ich bin nicht so stabil. Von der Kondition her echt schwach. Ich kann nicht die alte Geschwindigkeit beim Gehen kann ich nicht halten. Und Wortfindungsstörungen habe ich auch. Um einen Satz rauszubringen, man merkt es vielleicht, ich weiß nicht, ob man es jetzt merkt, strengt mich schon an, die richtigen Worte zu finden. Ja, also das Ziel ist auf jeden Fall die volle Herstellung wieder, dass ich zurück in den Beruf kann, dass ich meine normale Tätigkeit auch wieder ausüben kann. Ich gehe ja gerne im Wald, mache da eben unsere normale Tätigkeiten halt, unser Holz. Denke schon, dass das auch wieder klappen wird. Bei diesem Patienten, Herr Professor Pelz, da ist es eigentlich relativ gut gelaufen. Er wurde ja auch zeitnah behandelt. Aber was können denn auch vielleicht für langfristige Schäden für die Patienten drohen, wenn die nicht so schnell Hilfe kriegen? Und was kann man aber auch noch verbessern dann für die Patienten? Ja, es gibt in der Tat viele Patienten, die zu spät ins Krankenhaus kommen. Herr Professor Zorger hatte eingangs einen großen Infarkt gezeigt. Da ist dann Hirngewebe zugrunde gegangen, was nicht mehr rettbar ist und keiner kausalen Therapie mehr zugänglich ist. Aber auch bei diesen Patienten ist es absolut notwendig,
die auf Ursachenforschung zu gehen, zum einen. Und zum anderen gibt es schon die Möglichkeit der rehabilitativen Therapie, das heißt durch intensive ergotherapeutische, krankengymnastische und logopädische Behandlungen können da neurologische Defizite durchaus noch signifikant gebessert werden. Es könnte zum Beispiel sein, wenn man nicht mehr richtig gehen kann hinterher, dass man dann wieder übt und dass das dann doch wieder ein bisschen stabiler wird. Es gibt, wir haben auch schon gesprochen, was man persönlich tun kann, um sein Risiko zu senken. Es gibt aber noch eine Risikostelle für einen Schlaganfall, nämlich die Halsschlagader. Und wenn sich dort solche Kalk- oder Fettablagerungen schon mal sammeln und bilden, dann könnte auch das zu einem Schlaganfall führen. Und dieses Risiko, das kann man aber für bestimmte Gruppen senken. Da kommt eine OP in Frage und das hat uns Professor Markus Steinbauer erläutert. Wir befinden uns im OP-Bereich des Gefäßzentrums, in dem die Operationen an der Halsschlagader durchgeführt werden. Die Operation an der Halsschlagader ist eine der prophylaktischen Operationen, bei denen wir bei Patienten, die dort hochgradige Engen haben, diese Engen beseitigen, um zu verhindern, dass in Zukunft ein Schlaganfall passiert. Und in besonderem Maße profitieren hier Patienten, die schon einen Schlaganfall gehabt haben, weil wir wissen, dass diese Patienten viel häufiger in den nächsten 2 Wochen bis Monaten erneute Schlaganfälle bekommen können. Also primär wird erstmal mit Ultraschall erhoben, ob und wie stark die Halsschlagader verengt ist. Man macht in der Regel dann noch Kernspinnuntersuchungen, um das zu bestätigen und festzustellen, ob es schon Schlaganfälle gegeben hat. Im Operationssaal verwenden wir den Ultraschall vor allem anzuzeichnen, wo die Gabel, das heißt die Engstelle sich befindet, um einen möglichst kleinen Schnitt für den Patienten dann machen zu können, denn viele der Schlagaderoperationen können auch in örtlicher Betäubung gemacht werden. In der Regel wägt man ab den Stenosegrad, wie hochgradig die Enge ist. Je höher die Enge, umso wahrscheinlicher ein Schlaganfall. Man wägt das Risiko des Patienten für die Operation ab, man wägt das Alter ab. Patienten sollten auch noch eine Lebenserwartung von 2 bis 5 Jahren haben, um von der Operation zu profitieren. Und leider haben Frauen etwas schlechtere Ergebnisse, deswegen werden Frauen etwas später und seltener operiert, weil der Effekt für Frauen etwas geringer von der Operation ist. Eines der Risiken der Operation ist auch während der Operation einen Schlaganfall zu erleiden. Und nach Studien sollte die Komplikationsrate für Schlaganfall unter 3 bis 6% sein. Wir haben hier eine Komplikationsrate von 0,8 im Jahr 2022, sind generell damit sehr zufrieden, aber es gilt primär das Ziel, jede Komplikation zu vermeiden und höchste Qualität abzuliefern. Bevor der Patient den OP-Tisch verlässt, wird noch eine Kontrolluntersuchung mit Angiografie gemacht, um sicher zu wissen, dass keine Engstelle verbleibt oder Gerinnsel ins Hirn geschossen sind, die möglicherweise Probleme für den Patienten machen können. Damit sind wir fast am Ende unseres heutigen Gesundheitsforums. Herr Professor Pelz, Frage noch an Sie. Welche Möglichkeiten habe ich denn, so mein ganz eigenes Schlaganfallrisiko zu senken? Man sollte regelmäßig Sport treiben, das ist wichtig. Eine gesunde Ernährung, eine sogenannte mediterrane Ernährung mit viel Gemüse und Obst ist zu empfehlen. Und natürlich Laster wie das Rauchen einstellen, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und die eben genannten Risikofaktoren, Bluthochdruck, erhöhte Blutfette und erhöhten Blutzucker behandeln lassen. Das war unser TVA-Gesundheitsforum zum Thema Schlaganfall. Lassen Sie sich da individuell beraten, wir haben es gehört. Nehmen Sie das auch nicht auf die leichte Schulter, aber wir wissen jetzt auch, was man alles tun kann. Damit verabschiede ich mich bei Ihnen zu Hause und bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank Ihnen, Herr Lindner. Vielen Dank, schönen Abend. Schönen Abend. Unser Sender ist Partner der regionalen Wirtschaft und Institutionen. Diese Sendung entstand in Kooperation mit dem Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg.